Und willkommen zurück bei YouTube-Leute bei Code Wayne, zu dem wohl hoffentlich letzten Part. Ist dein Scheiß ernst? Diese Attacke ist so lächerlich, ne? Ah, okay, ich hab verloren. Jakobo darf nicht sterben. Ein bisschen schlecht, wenn er stirbt. Weißt du, es ist so alles, was mich diesen Kampf gegebenenfalls auf die Schnelle gewinnen lässt. Ah, diesmal fängst du ganz anders an. Ach, ich hasse dich. Sieht aber auch keine klaren Grenzen. Halt dich bitte mal, ja, komm mal. Mehr oder weniger. Na, selbst wenn ich versuche... What was that? Holy shit. Holy shit, no, 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 don't do it. Ich werde irgendwo hingezogen. Das ist neu. Ich wurde davon nicht getroffen, das ist toll. Komm schon! Take it to an end! Please! Genau, first try, easy. Ich musste nur aufs Klo, daran lag es. Ich hab zu viel Tee getrunken. Skatsmade, amari jikan ga nai. Shiri, motsu kotae rareru ka? お前。え？いいよ。
toe, watashi ga nanimono de atta to shitemo. Tatoe, karappo no utsuwa de shika nai to shitemo. Kono kokoro no naka ni ume tsukusareta, anata to no taisetsuna omoide ga kieru koto wa arimasen. ですから Wolfi. Der kleine Bruder. Aber das war Louis' Schwester, glaube ich, ne? Mich raten, ich krieg deswegen einen Copyright Strike wegen dem Lied. Nice. Ja, ich will das Projekt ja auch noch auf YouTube hochladen. Okay.
Goldenen. Renne. Die Basis. Okay. Wer bist du? Who are you? Ach, das ist seine Schwester. これも全てイオのおかげね。彼女が全ての侵害を引き受けてくれた日、気がつくと私は元の姿に戻っていた。侵害の力を引き継いだイオは今も血流を生み出し、さらには 赤い霧さえも維持してくれている。だから彼女が守るこの世界を少しでも当たり前の生活ができる場所にしたい。そう思ってるの。Das ist ihr Wunsch, ganz ohne Lippensynchronisation. 今後はカレンと2人でレブナントたちの上を抑制する研究を始めようかと思っているの。すぐ結果は出ないかもしれないけど、きっとこの霧の牢獄内を 住みやすい状態にしてみせる。ルイも参加してくれればいいんだけどね。侵害の暴走を止め、イオが血類の体重へと返事てから数年、姉さんたちとの研究により血類の安定供給の目処が立った。それからずっと考えていた。レブナントとして何ができるか、そして 外の世界や化け物について。赤い霧が消えた時に傍受していた外界の無線、その解析結果は人々の助けを求める声で溢れていた。俺たちはレヴナント、人類の天敵だ。外の世界にさらなる苦難が待ち受けているのは想像に難くない。だが俺は諦めたくはないんだ。 この吐き溜めみたいな場所も少しはマシな吐き溜めになってきたかもしれないね。そのせいで人の足元見てた私の商売は上がったりだよ。冗談さ。とりあえずあんたは悩まずに好きなことをやんな。イオからもらった琥珀色の血類は大事にしてる。 あれはイオの思いのかけらであり、力の結晶だ。取り扱いには十分に注意しなきゃだね。カレンさんたちが言うには、全ての侵害を引き受けたイオによってもたらされた血類の体重と同じ成分で、若干だけど侵害の力に干渉する力があるみたいなんだよね。まだまだ 人類生存権の脅威となるロストは多いが、ようやく申請した臨時総督府も軌道に乗り始めた。シルバを中心に少しでも多くのレブラントを救うための改革を進めているところだ。ようやく俺も本腰入れて真相の探索に力を入れられそうだ。お前たちにはいろいろと協力してもらった。ありがとうよ。おっと、そうだ、 言わなきゃならねえこと忘れてたよ。臨時総督府は皆様の参加をお待ちしております。やりがいのある仕事に興味があったら、ぜひ総督府の受付まで。Und von wem kommt die Nachricht? 今日はヤクモに一緒に臨時総督府で働かないかって誘いに来たんだけど、見事に振られちゃったよ。すまねえが、お前にやりたいことがあるように 俺もやりたいことがあるからよってね。まったく相変わらずなんだから。<笑>私も最初は総督府なんかで働く気はなかったんだけどね、食いぶち目当てで戦っているうちに気がついたら仲間が増えてね、いつの間にかどっぷり所属することに。まあみんないいやつだから後悔はしてないよ。
最近はここらもだいぶ落ち着きを取り戻してきて一安心してるよ。またルイが頭を悩ましてるけどな。まったく、お前らも欲張りだぜ。なんとか実現した今はここの平和で満足してればいいのによ。まあ、俺はお前らの選択に従うだけだ。好きなようにやればいいさ。So, fehlen noch drei Leute. 血類の大樹だが、特に異変もなく正常に活動を行っている。安心するといい。何かあれば俺の全存在を使って止めることを誓う。そろそろお前も自分がやりたいことをやればいいだろう。監視者という使命はなくなったが、俺にはこの世界を維持し続ける義務がある。外の世界にこれ以上の地獄を吐き出さないためにも。侵害の力はイオの願いにより血類の大樹として定着し、クイーンとして復活する気配もない。どれほどの思いがそれを成したのか。私たちは侵害の力をなくし、ただのレブナントに戻ったけど、使命はこの胸に変わらずに存在しているわ。この命続く限り、私はあの力の行く末を見守り続ける。ジャックと共に。あれからいろいろと大崩壊時の資料を漁ってみたんだけど、見れば見るほど当時に現れた化け物の恐ろしさが分かったわ。最新の現代兵器が一切効かない。今霧の牢獄にあふれているロストとは似て非なる不死の存在。なぜレブナントという存在を生み出さざるを得なかったのか、その事情の一端が理解できたわ。あんな化け物が未だに外の世界には闊歩していて、そのために苦しんでいる人たちがいるのね。So, und. Ah, ach, du bist auch hier. Karada kara, buhatte Chikaraga nukete itte, dekkakte tsuyokatta karadaga, ikki ni chiisaku natchatta kara sa. Ima wa Jack ni deshiiri shite, karada wo kitaete iru nda. Saikin wa Miya tomo anmari aenai kedo, hanarete tatte, itsumo chikaku ni kanjiteru. Kitto, sore wa otagai wo尊重してるってやつだと思うんだ。ちょっと寂しいけど、僕はナイトだから。So, fehlt noch jemand? Aussehen anpassen. Ist noch irgendwie, gibt's nicht irgendwie eine Credits oder sowas? Irgendwas in der Art? Gibt's hier nichts? Gibt's hier nicht ein Juhu, sie haben das Ende des Spiels erreicht oder irgendwas in der Art, nein? Oder muss ich durch dieses Tor hier schreiten? Scheinbar, weil die Mistel ist weg. Ja? Das ist jetzt hier der Teaser für Code Vein 2.
出ていくのか。外の世界へ。まあやっぱそうなるよな。一人で行こうとしたところは感心しないが。一言声をかけてくれたっていいのに。仲間でしょ私たち。Nakama heißt übrigens Kameraden und nicht Freunde. Freunde sind Tomodachi, aber egal. Minna, mai ni susumu koto shika shiranai nda kara. Senaka o sasaeru sapoto yaku ga hitsuyou de shou. Jetzt kommen noch die anderen 18 Charaktere, die mitkommen. Sotono sekai de ore tachi revenant ga kangei sareru koto wa nai no kamoshirenai. Daga wasurete wa ikenai nda. Ore tachi ga nan no tame ni umidasareta no ka. Ore wa Krus no ishi wo tsugu. お前がイオの意志を継いだように。Es bleibt wohl dabei, dass unser Charakter nur einen einzigen oder zwei Sätze im gesamten Spiel hat. Coldway 2. Oh, Gott sei Dank. Ich mochte die Musik echt gerne. Ja. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle mehr oder weniger ein kleines Resümee fassen. Es ist ein nettes Spiel, ja. Irgendwas daran war mir zu anstrengend. Und damit meine ich nicht die Schwere der Bosse oder sonst was. Also... In meinen Augen müsste man dringend nochmal über das World Design, also das Map Design sprechen, weil es sind viel zu oft, viel zu lange und unnötige Wege. Also Anor Londo 2.0 ist ja mal wohl die Hölle. Der Turm, den man da raufklettert, das ist doch alles einfach nur nicht so schön. Und ich, bevor ich jetzt auch noch wegen dem Lied gekillt werde, würde ich das gerne irgendwie überspringen. Dankeschön. Und ja, also Gameplay an sich ist ganz nett. Es ist, fühlt sich ein bisschen klobig an, vielleicht. Speichern abgeschlossen, kannst du einen neuen Spielstand spielen. Das ist ja toll. Eines der schönsten Sachen in diesem Spiel finde ich tatsächlich die Musik. Die Story ist nett, man kann viel erkunden. Also. Ich kann nichts allzu negatives über das Spiel sagen. Ich weiß, jetzt zum Ende hin habe ich es einfach nur noch gepusht. Ja, weil es halt mich nicht dazu bewegt hat, von wegen so, ja, und jetzt weiterspielen, ja, und jetzt weiterspielen. Deswegen habe ich jetzt in dem Stream einmal einfach weitergespielt und es zu Ende gespielt. Also ich habe jetzt die letzten 3,5 Stunden einfach nur noch Coldwain durchgezogen. Und wir haben es geschafft. Dementsprechend, ja, kein schlechtes Spiel, nettes Spiel, aber ja, wenn man, ja, nettes Spiel eigentlich. Wie gesagt, es hat seine Schwächen. Ganz schlimm finde ich das Map und das Level-Design. Das ist nicht sonderlich toll. Die Bosse sind teilweise echt nett und abwechslungsreich. Wenn man dann nicht weiterkommt, also kann man sich noch Hilfe holen durch KI-gesteuerte Leute, die es wirklich einfacher machen. Ich weiß, die letzten, weiß ich nicht, 5 Bosse oder was, habe ich jetzt mit einem KI-gesteuerten Gegner gemacht. Also, wer jetzt sagen möchte, du hast das Spiel gar nicht durchgespielt, du hast dir ja Hilfe geholt. Ja. Dem kann ich da nichts entgegenwirken, nichts entgegensprechen, ist halt so. Aber ja, so hat die Story ein Ende gefunden.
Und gegebenenfalls wird es ja tatsächlich irgendwann mal ein Code Vein 2 geben, wer weiß das schon. Von dem Let's Play war es das auf jeden Fall, von dem Streaming-Projekt Code Vein. Und damit bis zum nächsten Projekt. Tschüss an die YouTuber.